Ich habe keine Orientierung. So, ich wurde hier mal gefragt, ich weiß nicht mal mehr den Namen, nach irgendeiner Kirche, ja? Die ist ungefähr, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie weit. Also, sagen wir 100 bis 1000 Meter, weiß ich nicht, okay? Ich bin nicht gut im Abschätzen. Keine Ahnung. She doesn't care, richtig. Huh, Käse. Werbung für Exorzismus. Ich verfüge über spirituelle Kräfte. Wenn Ihnen etwas Unsichtbares Probleme bereitet, kann ich Ihnen helfen. Rufen Sie jederzeit an. Vertraulichkeit garantiert, schneller, erstklassiger Exorzismus. E. Dann sollte jeder dort angekommen. Das ist das erste Mal, was ich mache, wenn mich jemand nach dem Weg fragt. Ich hole das Handy raus. Ich kann gern nachgucken. Dann so, okay, nee, passt schon. Ich finde das schon. Ich denke mir nur so, besser so. Wirklich viel besser so. Darf ich mit Ihnen über Gott reden? Warum mich? Why? Na, da musste ich wenigstens nichts wissen. Das Problem ist, sie wollen immer was von mir wissen. Und ich bin unwissend. Da kann ich wenigstens einfach nur so. Ich gehe da mal, ne? Ach, heute noch am Weg. Ich verstehe es auch nicht. Mich hat irgendwann mal jemand aus dem Auto gefragt, wie er irgendwo hinkommt. Und ich dachte mir nur so, Alter, ich sehe dein Navi. Du hast, also, hä? Und es war jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, okay, ja, das Navi kennt das nicht. Oder da kommst du mit dem Handy nicht hin, weil es in irgendeiner Seitengasse versteckt ist. Oder weiß ich nicht. Es war einfach nur flirten. Nee, 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 nee. Nee, nee, das war nicht, also, nee. So kam der nicht rüber. Bis sich der Nebel verzieht. Ich gehe heute Abend, heute etwas später zur Arbeit. Der Nebel ist so dicht, dass ich gar nicht aus dem Haus will. Ich warte einfach hier, bis er sich verzogen hat. Warte, irgendwann ist er aber doch nicht nach einer Kirche. Also bei der Frage mit der Kirche, ich schätze, das war eine Ukrainerin. Ich weiß es aber nicht, weil ich einfach keine Ahnung von Sprachunterschieden in der Richtung habe. Aber ich denke. Und die hat eine ausgedruckte Karte. Nur durch diese ausgedruckte Karte konnte ich die Richtung weisen, weil ich gesagt habe, ah, da, na dann. So, schlechteren. Nee, 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 der war, also der war viel zu alt. Das war so ein richtig, also wirklich, wirklicher Opa. So ein richtiger Opa. Nicht so einer, der sagt, du kannst mich Daddy nennen. Sondern wirklich Opa. Was ist hier für Musik? Was quatschen die denn so viel? Was sind die denn so Gespräche geworden? Buh! Hehe, hab euch einen Schrecken eingejagt, was? Nein, hat das Klappern mich verraten? Mist, ich dachte, ich wäre ein Meister der Tarnung. Ich habe gar nicht gepeilt, dass das, also, ich dachte mir einfach nur so, ach, Geld im Karton bestimmt. Jetzt bin ich Opa nicht. Ich habe einen kleinen Opa-Fetisch. Ich hätte so gern Opa. Ich würde gern Opa adoptieren. Hä, Sir, Officer, Sir, warten Sie doch. Gute Technik. Hör ich öfter was? Warte mal. Wollt ihr gerade zusammen verreisen? Was wird denn das jetzt? Scheiße! Gib nicht auf, so hör auf zu fluchen! Nur ich darf in meinem Stream fluchen. Lese, höre, aber kann. Ja, ich finde halt wirklich, also, wie gesagt, ich kenne mich halt mit den Sprachen auch generell nicht aus, ja. Ich hatte
Französisch, Spanisch, halt Englisch, aber und so ein bisschen Japanisch von Anime gucken, kriegt man ja trotzdem so ein bisschen Hörverständnis. Wie ist das? Und halt Koreanisch-Kurs und so. Aber, also so bei Russisch, Ukrainisch bin ich voll raus. Aber also für mich klingt es halt wirklich super ähnlich. Chat geht in Urlaub. Ich merke schon. Könnt ihr mir bitte sagen, wann? Weil dann, also streame ich da nicht. Dann habe ich da auch Urlaub. Oh, ich liebe... Guck mal, wie hübsch das aussieht. Ich habe ewig nicht gespeichert. Oh mein Gott. Oh oh. Ich soll... Hä, wie soll ich denn... Chat, das war's wieder mit der Hauptquest. wir haben genug Hauptquests gemacht, finde ich. Und sagt das Spiel auch ein bisschen. Ich war ja nicht vergessen. Ah, Dankeschön, Waffenstrom. Also, wenn ich dich nicht hätte mit der Erinnerung, ganz ehrlich, dann wäre ich echt aufgeschmissen. Sagst du, wir kommentieren quasi Stream. Nee. Nee. Das könnt ihr ruhig mal selbst machen, ja? Wir können ruhig auch mal selbst was spielen und kommentieren. Weil bei Hauptquest, ja. Hallo, Nebenquest, my old friend oder so. Ultra lange Halsquest. So vielleicht war er wieder besoffen. Okay, natürlich. The question. Well, bitte, Kara, ja. Hallo, Leute. Ist, was? Och, nicht die schon wieder. Dann zeig, was du kannst. Warte mal. Zwei davon? Warte mal. Warte mal. Was machst du da? Okay, Moment. Einmal kurz bitte. Also, sitz. Ist eine Spinne oder was da oben? Unsympathisch, die Frau. Ich finde die ganz, ganz unsympathisch. Blocke, wenn du nicht ausweichen kannst. Ja, hör auf zu backseaten. Blocke, wenn du nicht ausweichen kannst. Ich glaube, dass ich versucht habe. Da runter, Mann, was ist denn mit dir? Hä, wie kann das sein? Kannst du denn angreifen, wenn du schon tot bist, halt? Was für langsam Handkrämpfe. Ich will ja nicht jammern. Aber es ist schon anstrengend hier ein bisschen. Tagebuch eines Nekomata. Ich wünschte, ich hätte Geld für Strahlengriffel oder wenigstens für Katzenminze aus der Unterwelt. Ich muss mehr verkaufen. Wo bist du? Wo bist du? Ich kaufe alles. Es tut mir ein bisschen leid. Es wird doch nur Katzenmünzen. Fahrenheit zum Aufwärmen. Ich habe gerade echt überlegt. Fahrenheit war ja gar nicht so schlecht.
Ey, es ist so schlimm, wie sehr man nach einer gewissen Zeit verdrängt, was einen bei Sachen aufgeregt hat. Es ist so schlimm. Ich sag nur Plague Tale. Ich habe mich einfach nur auf Plague Tale gefreut, weil ich mir einfach nur in Erinnerung hatte, dass es ein super schönes Spiel ist. Es ist auch ein super schönes Spiel. Aber es ist halt auch super sehr frustrierend. Ich spiele nicht nochmal Fahrenheit. Wir haben so viele Spiele, die ich noch spielen will. Der Revierkampf der Tengu. Tengu, meine ich. Ein von Kaka verfasster Bericht über einen Revierkampf der Tengu. Er wird dir zusätzlich Fertigkeitenpunkte für Geisteskräfte gewähren. Genauso anstrengend wie schön. Ja. Celsius. Es fällt einem sehr schnell wieder ein. Das stimmt. Dann ist es aber meistens zu spät, weil man es schon angefangen hat. Ah, Dionysi. Oh. Kommt ja bald der neue Teil raus. Wir erhielten Informationen über eine Häufung von Unfällen in Shibuyas Sanierungsgebiet. Dort wird Tag und Nacht gebaut, normalerweise jedenfalls. Als ich dort eintraf, war da keine Menschenseele, nicht mal Bauarbeiter. Das hing vermutlich mit den Untersuchungen zu den Unfällen zusammen. Hätte es sich um gewöhnliche Arbeitsunfälle oder etwas in der Art gehandelt, wäre die Ursache schnell herausgefunden und der Fall im Handumdrehen gelöst. Aber dies stellte sich als ein eher spezial gelagerter Sonderfall heraus. Die einzige Hoffnung, diesen Fall zu lösen und die Wahrheit herauszufinden, war jemand wie ich, der Dinge sieht, die Menschen nicht sehen sollten. Ich sah mich also in einem Gebäude um, an dem noch gebaut wurde, und weiter oben tauchte plötzlich diese Gruppe schräger Monster auf, die sich gerade vor einem Haufen Tengu zum Kampf bereit machte. Scheinbar gab es hier ein paar Revierstreitigkeiten. Die Tengu bemerkten mich irgendwann und riefen mir zu, ich sollte ihnen helfen. Ich sprach ihnen meine Hilfe zu, also brachten sie mich ganz nach oben und ich erledigte die Truppe für sie. Außer dem Letzten, der sich in einem verzweifelten Versuch auf mich stürzte, waren die Bösen nicht weiter bemerkenswert. Hätte ich es nicht sofort abwehren können, wäre das übel ausgegangen. Als die Monster fort waren, zogen die Tengu ab. Im Übrigen ohne ein Wort des Dankes. Ich für meinen Teil finde, dass nichts im Leben umsonst sein sollte. Also hoffe ich, dass sie den Gefallen eines Tages erwidern. Wir werden sehen. Miesje, da ist schon wieder ein Fenster. Also von den Trailern ist ja einfach die Konstellation relativ gleich, außer halt die Leute, die gestorben sind, nicht wahr? Aber es ist wieder Amicia und Hugo. Mal googeln. Mal Google-Hup. Schlaf gut, awesome. Früh raus. Dann früh aufstehen. Gut Glück. Und träumen was Schönes. Und vielen, vielen Dank, awesome. Und einen schönen Start ins Wochenende. Auch wenn du keins hast. Ich habe ja auch kein Wochenende. Und trotzdem startet man da rein, weil das voll, also, es ist ganz wichtig. Hä, was ist hier? Hä, warte, was? Stopp, stopp. Gibt's hier zwei? Da unten. Ich habe nicht mal das untere gereinigt, ich habe nur das obere gereinigt. Was ist mit mir? Och, da ist ja noch eine Ursula. Ursula, du bist so wunderbar. Also, nein. Nein heißt nein, habe ich gesagt. Also für mein Gefühl war die gerade ein bisschen übergriffig. Du hast es drauf. Nein, danke. Ich glaube, das wird gut. Toll. Echt? Hab die ganze Woche frei. Ja und? Komm gut ins Wochenende aus. So ein letztes Pferd in eine Bar, bitte. Solange Miese dabei ist, bin ich glücklich. Die ist auf jeden Fall dabei und die spielt man scheinbar auch wieder. Also. Das Kampfsystem haben sie nur so ein bisschen abgeändert. Das heißt, es verspricht wieder sehr frustrierend zu werden. Also von dem her. Schön, oder? Ist es jetzt schon wirklich frei? Ich hatte drei von denen. Und ich habe aber nur zwei Tore gereinigt. Irgendwas stimmt noch nicht. Ja, hier ist immer noch Siff. Irgendwas fehlt noch? Ich
müsste mal auf dem Dach. Wo fehlt denn noch was? Das ist auf jeden Fall wieder ein Sammelgegenstand. Hä, wo ist denn? Wo ist das letzte Tor? Hostels 2. Ich glaube, ich bin blind. Nach da unten! Oh, das ist ja gemein versteckt. Okay, endlich. Mit so einer Frisur wäre ich nicht so übergriffig. Es liegt ja gerade an der Frisur, weil die... Also die hat ihre Frisur ja null unter Kontrolle. Die ist immer so aggressiv, die Frisur. Ich weiß auch nicht, was das war. Babidi! Babidi! Das klingt so doof manchmal. Japanische Werbung, generell glaube ich asiatische Werbung, ist oftmals sehr... interessant. Wo ist diese... Boah. Wunderschön singende Katze, bitte. Mabidi! Aber wirklich bad. Im Sinne von böse und nicht schlecht, sondern also wirklich bad boy, bad girl, bad hair. Beten. Beten wir halt für Beten? In solchen Zeiten finden viele zum Glauben. Hm. Wenn's hilft. Mabidi! Ja, besser als man kann sein. Oh, wir haben früher, als das mit DMCA noch nicht so gehandhabt wurde, haben wir so voll viel Werbung manchmal geguckt, so japanische. Gib einfach wirklich mal auf YouTube ein. Es lohnt sich. Es lohnt sich. 100.000, ich glaube, sagt. Nein, ich kann den Trenchcoat. Na gut, der war eh hässlich. Ich bin pleite. Das Kappa und die Gurke. Komm, das ist doch unsere Geschichte. Ein von Kaka verfasster Bericht über eine misslungene Jagd auf Kappa. Das war sie tun. Alter, wer. Hast du mir was Nettes mitgebracht? Willst du mich verarschen, wollte ich fragen? Nein, du brauchst nichts. Wo ist denn jetzt die Aufzeichnung? Okay, gut, dann. Wo ist Kaka? Kaka. Wir haben fast alle. Uns erreichten Berichte über Kappa-Sichtungen an einem Teich in der Nähe, also sahen wir uns das mal an. Ed war besonders scharf darauf wegen seiner Yokai-Forschung. Angeblich soll das Magatama, das durch Yokai gewonnen werden kann, in der Lage sein, die in einem Menschen schlummernde Gabe hervorzubringen. Aber um das auszuprobieren, benötigten wir natürlich einen Yokai und ein Magatama. Glücklicherweise entsprachen die Berichte der Wahrheit und wir fanden einen Kappa am Teich. Leider konnten wir es nicht fangen, weil wir die verdammte Gurke vergessen hatten. Das ist das Einmaleins der Kappa-Jagd. Naja, nächstes Mal vielleicht. Gut Gurking. Kappanalia. Ih! Oh nein, warum stellst du denn den Hundeschädel aus so... Ich habe kein Geld mehr. Ich habe eh alles. Was ist denn mir da so Schmutz anzudrehen? Aber ganz ehrlich, also japanische Werbung ist schon, also Haupthalle, Veranstaltungsplan. Ist schon was ganz Besonderes. Noch mehr beten. Gurke. Dankeschön für den Euro-Kappa. Dankeschön. Schlaf gut, Chaos. Träum was Schönes. Zeigen wir noch mehr Statuen. Das sollte reichen. Ja, reicht jetzt. Hab genug gebetet. Also. Kriege ich irgendwann wieder mein Feuer voll? Nee, ne? Ich habe mich ein bisschen
verlaufen. Nicht mehr. Ich hab's wieder gefunden. Alles gut. Also, als ob ich mich verlaufen würde. Oder vom Weg abkommen würde hier. Also, das passiert hier nicht. Noch mehr beten. Nein, nicht 100. Ich möchte, warte, ich möchte Weltfrieden. Nur 100? Ja, jetzt kann ich das nicht mehr. Wo ist der Weltfrieden hin? Ich habe den Weltfrieden weggeklickt. Ich bin schuld. Hast du richtig gebetet? Natürlich. Ah, kaputt. Was ist das denn? Haniwa. Terrakotta-Statuen und Figuren, die während der Kofun-Zeit hergestellt wurden. Kein Weltfrieden für dich heute. Ich hab's versucht. Terrakotta-Statuen und Figuren, die während der Kofun-Zeit, ca. 200 bis 500 nach Christus, hergestellt wurden. In der frühen Kofun-Zeit besaßen die Hannibal, eine zylindrische Form, doch später stellten sie auch Menschen oder Pferde dar. Obwohl sie hauptsächlich aus Ton gearbeitet sind, gibt es auch steinerne und hölzerne Exemplare. Während der Kofun-Zeit entstanden die gleichnamigen Kofun-Grabhügel, in denen die herrschende Klasse begraben wurde, in großer Zahl. In der Nähe dieser Hügel wurden zahlreiche Hannibal-Statuen gefunden, die Menschen und Häuser darstellen und wertvolle Einblicke in die religiösen Praktiken und die Lebensweisen der damaligen Bewohner Japans geben. Ja, übrigens wirklich anders. Ja, ja. Die können es halt. Also ich würde alles davon kaufen. Bin ich ganz ehrlich, mich überzeugt die Werbung. Ich habe euch vergessen. Komm zu mir. Warte, nochmal beten. Weltfrieden? Naja, ich möchte das teuerste Sushi der Welt essen. Das. Oh, ähnlich. Wow, Kleiner. Was kommt als nächstes? Willst du eine Tonne Kaviar kaufen? Also, Entschuldigung, aber Sushi ist lecker. Kaviar ist eklig. Kapiert? Was ist denn das? Das war Steckspiel 2. Mabui! Rums. Ich bin jetzt da. Lasst mich durch. Ich bin aggressiv. Da. Geist, ich habe dich die ganze Zeit schon gesucht. 25, das geht ja noch. Gurkenmagie, das. Gurkenmaki. Das. Ganz ehrlich, Avocado ist auch mega lecker. Hey, will jemand Verstecken spielen? Hey, ihr da! Spielen wir Verstecken! Du bist Josuke, oder? Wir haben schon zusammen gespielt. Na und? Ich will doch mal spielen! Los! Spielt mit mir! Gib Kindern nie, was sie wollen. Was er will. Schätze, wir können noch ein bisschen. Hey, Avocados sind Liebe. Sorry, Kleiner, wir müssen Erwachsenenzeug erledigen. Oh, ich hasse sowas. Wuhu! Okay, ja, ich verstecke mich irgendwo im Schrein. Kommt und findet mich. Du meinst in dem Schrein, wo ich gerade die ganze Zeit war? Was ist das? Opferkasten. Ach, das sind alles die Opfer. Okay. Na, das sind nur Katzen. Aber der würde sich doch nicht da oben verstecken, oder? Komm. Also, das wäre ja unfair. Er hat gesagt, im Schrein. Das ist ja dann eher überm Schrein.
Gott, Hilfe. Aber ich meine, er ist ein Kind. Kinder verstehen nicht, warum etwas unfair ist, wenn sie dadurch doch gewinnen. Aber sieht jetzt nicht so aus, ja? Aber hier sind Geister. Die finde ich ganz gut. Geister? Aber warum denn jetzt da runter? Jeder weiß, dass sie immer das Liebe sind. Aber Avocados sind Liebe. Hinter der Hauptquest. Ja, es ist traurig, aber wahr. Hinter der Hauptquest sich zu verstecken, ist halt einfach unfindbar. Hä, was habt ihr gegen Avocados? Avocados sind Liebe. Wer mag Avocados? Fett outet euch. Ihr seid viel cooler, wenn ihr Avocados mögt. Menschen, die Avocados mögen, haben einfach einen Boost auf Coolness von 20. Okay, was schwimmt euch? Meine Mods halt wieder, ne? Black Sandbox, okay. Aber nicht pur. Natürlich nicht pur. Also ich beiße auch nicht rein normalerweise. Avocados sind echt lecker. Guacamole sind halt auch Avocados. Also das ist halt... Kann das eine nicht mögen und das andere schon? Das ist unfair. Das ist Diskriminierung von Avocados. Macht man das mal? Ja, aber also so zum Beispiel Avocados geschnitten auf... Okay. Graubrot, Frischkäse drauf, ganz bisschen. Und dann Avocado drauf und dann ein bisschen Pfeffersalz drauf. Ist voll lecker. Ganz ehrlich, ist voll lecker. Aber bei Avocado kommt es echt... Es gibt echt eklige Avocados. Sobald die ein bisschen drüber sind, schmecken die so richtig faulig. Was für Brot? Graubrot. Also, Veritas, du kennst aber Graubrot, richtig? Hä, das heißt Graubrot. Hä? Hä, das heißt Graubrot. Ist das ein hessisches Ding? Ich dachte immer, das kommt eigentlich von meiner Mutter. Sag doch so, ich sag doch Graubrot. Hör auf. Hör auf, du machst mich aggressiv. Ich hab doch eher das Rockenbespruch bestellt. Den Begriff kennst du auch. Schreib mir auf, wer es kennt und wer nicht. Noch nie gehört. Echt nicht? Okay, wir müssen jetzt dieses blöde Drecksblag finden. Hier für immer gefangen. Und ich bin verwirrt, weil also Bayern habe ich jetzt eher so mit also gedacht und mitbekommen, dass das eher nicht so bekannt war, der Begriff Graubrot. Es ist echt schwierig. Also wirklich, es ist so schwierig. Deutschland hat nicht mal eine Einheitssprache, okay? Manchmal fühle ich mich wirklich, als ob ich mit Leuten spreche, die einfach eine komplett andere Sprache reden. Aus meiner Zeit in Niedersachsen. Ja, weil also meine Mutter kommt ja aus Niedersachsen. Deswegen dachte ich auch, dass das daher kommt. Also es hätte natürlich auch Hessen, also kann auch Hessen sein, wenn mein Vater ja aus Hessen kommt. Aber so anderen Einfluss habe ich eigentlich nicht wirklich. Außer halt meinen eigenen Einfluss. Aber München ist halt...
nicht sonderlich Bayern, okay? Wir sind da nicht so. Mann, wo ist der denn? Okay, ich spiele jetzt richtig Verstecken. Ich spiele jetzt so Verstecken, wie ich Verstecken spielen würde. Wie komme ich hoch? Ich gucke jetzt, wo ich mich verstecken würde. Mir reicht's. Nur mal hier, hier in der Ecke oder so ist keins. Ne? Keins. Kein Kind. Okay, also. Aber der kann sich doch nicht da oben verstecken. Oben verstecken ist Cheaten. Also wo ich mir halt vorstellen könnte, hier... Oh, warte mal, ich muss mal kurz... Meine Mutter und diesen Barsch wird schon ganz lang aufgewachsen. Keine Ahnung. Vielleicht ist das wirklich nicht mal irgendeine lokale Sache, sondern... Shukichi, deine Bemühungen werden nicht vergebens sein. Für kurze Zeit wird das von ethischen Teilen erhaltene Maika verdoppelt. Ich find's gut. Das ist das erste Mal, dass wir was Positives bekommen haben, aber es bringt mir nichts, weil ich gerade versuche, einen Jungen zu finden. Also ich würde mich in so einem Gebäude verstecken. Der Junge ist hier irgendwo. Such weiter. Gefunden. Er ist in diesem Schrein. Abgeschlossen. Klar. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Gut, gut. Also, Entschuldigung, ich hab dich gefunden, okay? Das zählt nicht nur, weil du... Also, nee. Das ist Cheaten. Okay, ganz ehrlich, das ist Cheaten. Ich hab dich gefunden. Hier sind so viele Sachen. Region Deutschland zum Beispiel Teil von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen als Graubrot. Niederland, Österreich und der Schweiz auch als Schwarzbrot bezeichnet. Aber Schwarzbrot finde ich ist... Also Schwarzbrot ist doch eher so Pumpernickel. Graubrot ist ja eher so Mischbrot. Mischmaschbrot. Hä, wo kommst du denn her jetzt? Seltsam. Wo ist denn nur dieser Schreinschlüssel? Ich glaube, ich habe ihn zumindest im Hauptsaal gesehen. Hallo? Zeig Schlüssel. Diese verflixten diebischen Krähen. Oder oben? Die schleppen jeden Mist aufs Dach des Schreins. Komm, das ist lustig. Okay, okay. Oh, wie komme ich denn hier? Mischmaschbrot mit Zunge, ja. Ist aber gut verteilt. Deswegen ist es, verwirrt mich super sehr. Sowas wie Semmelbrötchen, Schrippe weg und sonstiges. Okay, das ist halt immer relativ lokal, wörtlich festgelegt. Das ist der Schreinschlüssel. Jetzt haben wir ihn. Was ist denn Wasser weg? Eine Wassersemmel? Was denn das? So, Pennerer. Pennerer, ich schließe dich jetzt auf. Was? Er ist weg. Wo ist er hin? Glaubst du, das hat was mit den verschwundenen Kindern zu tun? Vielleicht. Oder ihm wurde langweilig und er ist abgehauen. Jedenfalls reicht's mir mit diesem Spiel. Shukichi, warum ist da so ein Balken? Ach so, das ist. Ach, das ist der Buff, den ich habe. Was soll ich. Afrika seiner gewissen. Oh, der ist nett. Was ist das denn? Kamaita. Ach, das sind die Wirbelklingen. Na klar. Warte mal, da ist die Garage und da ist noch irgendwas drin. Komm, machen wir das mal. Hä? Das ist eine Flagge, da komme ich ja wohl...
Autsch. Wenn es nicht so wahr wäre, ja. Traurig, aber wahr, würde ich sagen. Passt da ganz gut. Ich finde trotzdem, also die Art, aufs Dach zu kommen, ist sehr eintönig. Also die Gebäude sehen so krass unterschiedlich aus. Aber die Treppen sind halt immer die... Es ist immer die gleiche Treppe. Es ist entweder die hier oder die an diesem beigen Haus. Wo wollte ich jetzt hin? Hallo, Wuffi, warte. Oh. Ich meine, die Geister können wir trotzdem nicht einfach so weglassen, ja? Was war das jetzt? Ich habe manchmal das Gefühl, ich übersehe Sachen. Aber eigentlich dürfte mir das nie passieren. Weil niemand übersieht Sachen. Wie spät ist das eigentlich? Ich werde Prozenten für Feuertrip schreiben. Ja, bitte. Tu dies. Klar, ich laufe die ganze... Natürlich. Chat, wir laufen gleich die komplette Treppe hoch. Okay, ihr habt Glück gehabt. Ich habe da durchgepasst. Oh, das ist der Kiespiel. Okay, ich sehe die Quest. Zeig Treppenlift. Wirklich, ich war schon über der Hälfte da und bin... Also, nee. Also, Entschuldigung, aber fürs Treppensteigen habe ich das Spiel nicht gekauft, ja? Treppensteigen mache ich im echten Leben schon echt ungern. Aus Gründen. Das ist nämlich wegen der Treppenmafia. Ich möchte die nicht unterstützen. Wir können immer noch ein paar mehr... Das stimmt. Das stimmt. Gott sei Dank gibt es keinen Fallschaden. Sonst wäre echt alles sehr doof. Ups. Hallo. Hallo. Oh Gott. Aber die sind so weit unten, das lohnt sich gar nicht. Ich würde lieber nach da fliegen und dann dahinter die anderen Geister auch noch mitnehmen. Wow. Okay. Muss ich da hoch? Ich glaube, das wäre sinnvoll. So. Nach da hinten, richtig? Hält für, wenn man nicht runterfällt. Ja, das ist dieser kleine, aber feine Unterschied. Wenn man halt nicht runterfällt. Wenn doch, dann... Es ist jetzt nicht so gut. Lager auf dem Dachboden. Ne. Habt ihr ein Haus gebaut? Das genauso aufgebaut ist, zufällig? Okay, wir machen jetzt einen Rundflug, ja? Und dann machen wir die Quest. Was ist das da hinten? Was ist das? Achso, einfach nur ein Neon. Was ist das? Oh Gott, ich habe ewig nicht gespeichert, ne? Ups. Hallo Geister. Och, mitschreiben bitte. Danke, Waffe schon euch. Ich bringe alles, was ich tue, ihr wandernden Seelen, kommt alle zu.
Mhm. Er tut alles aus Liebe, klar. Das glaube ich ihm. Was? Was blubbelt hier? Ja, ich habe die gar nicht gesehen. Ich muss noch weiter hoch. Zeig Treppe! Zeig Treppe! Wie komme ich da hoch? Ich hänge. Ich hänge. Ui! Okay, jetzt geht's. Oh, geht. Okay. Waffe schon durch. Aber Hanya ist deswegen immer noch nicht besser, ja? Der ist immer noch böse. Der will keine Liebe. Der lügelt voll rum. Du darfst ihm nicht vertrauen. Geh nicht ins Licht. Was ist denn das jetzt für ein Dach? Da ist ein rot blinkendes Licht. Ich will das rot blinkende Licht. Was ist das? Gut. Dann lass uns mal die Gegend erkunden. Ich muss das Zeug für Spike finden. Bin bei der Hauptquest. Ups. Wie? Ich bin bei der Hauptquest? Ich bin gerade einfach in die Hauptquest reingestolpert. Sowas ist mir noch nie passiert. Wer ins Licht geht, ist nackig. Das ist okay. Ich finde, das ist okay. Da raus, das überlebst du nicht. Doch, tue ich. Guck, bin schon wieder draußen. So. Ich bräuchte nur gleich noch eine Telefonzelle. Ich habe 50 von 50. Nö. Nicht die Beine. Also ich bin definitiv stärker geworden. Weil die waren schon mal schlimmer. Ich schreibe das nicht ab. Lass mal. Die Beine sind doch voll okay. Nee. Was? Klar. Ich immer. Möchte auch meinen Teil dazu beitragen. Was, Retter? Ich spüre, wie ich stärker werde. Wir haben 50%. Also wenn wir 50% Geist haben, haben wir 50% vom Spiel geschafft, oder? Im Nebel. Pass auf, das überlebst du nicht. 5 gegen das Klumpkauen. Aber die Drachen wehen. Oder stell dich nicht so an, so schlimm war es nicht. Verdammt! Kein Stress. Vor allem von dieser komischen, weißt du, diese böse. Die mit den Haaren. Die echt, also nicht so freundlich ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Oh, das ist aber hübsch hier. Das ist aber eine hübsche Straße. Danke, Geister. Und jetzt raus mit ihnen. Hä, ich hab die gerade erst weggebracht. Hör auf jetzt. Das ist immer so unhöflich. Das ist wirklich, also wirklich, Kaka ist wirklich schlimm. So.
nicht schön. Kaka hat meist Kackeier. Sogar die Häuser ein extra dafür. Ja. Das ist schön. So, selbst wenn dein Dach undicht ist, Buffy, dann hast du trotzdem immer noch ein Dach. Noch ein Dach. Hallo, Wautzwaut. Ja. Ich habe heute viel zu wenig Tiere gesehen, weil ich die meiste Zeit oben über den Dächern der Stadt war. Hallo, stopp, ich will Gedanken lesen. Woran denkst du? Spielt ihr mit mir? Ja. Aber dann darfst du nicht... Hallo, ich will dir Futter geben. Hallo? Hau rein, Kumpel. Oh, nee, ihr. Ich will einen Labrador. Mach schön langsam. Und schieb mal ihn. Ich will alle Hunde. Tja, die haben es auch nicht leicht. Genau, hast ja doch ein Herz. Du wirst doch ein echter Hundefreund. Keine Chance, Mann. Hä, du bringst mich wirklich wohin? Du zeigst mir nicht nur Geld. Ich hab meiner Mutter schon gesagt, so typische... Hallo? Typisches Klischee-Frauenbild. Frau gechoppen. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Bei mir wäre es im Tierheim. Die nehme ich, das nehme ich. Ich nehme sie alle. Ein Futter aus der Tasche. Ja, wirklich. Wir könnten es auch ganz clever machen. Immer nur... Ernsthaft? Jetzt gibt's Geld. Ja, so ganz toll gemacht. Warum sind wir so viel gelaufen? Oh, er hat mich zu den Geistern geführt. Morgen soll es regnen. Es regnet jetzt schon. Aber danke für den Wetterbericht. Es war wichtig. Hier ist irgendein Sammelgegenstand. But I don't know why. Where am I? I don't know why. I don't know. Achso, hier geht's weiter. Nee, Mann, ich muss aufhören. Leute, ich muss wirklich aufhören. Ich habe noch Zeug zu tun. Förder seine Wand. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe gerade 5 Millionen Dinger um mich rum gesehen. Sandbox. Aua. Was war das jetzt? So. Hier ist irgendein Gegenstand. Ich will den Gegenstand haben. Das ist wichtig. Das muss ich untersuchen. Das ist für die Forschung. Oh. Kann ich hier eigentlich her? Hilfe! Oder geht's noch so weit hoch? Okay, ich muss, glaube ich, wirklich mit dem Ding da fahren. Ich dachte, ich wäre gut. Vorschlag, ja. Auf jeden Fall. Da sehe ich mich. Hilfe. Was ist das? Hä? Ach, das gehört bestimmt zur Quest, richtig? Vielleicht soll ich die Quest annehmen.
Vielleicht wäre es sinnvoller, die Quest damit zu machen. Vielleicht sollte ich hier einfach noch nicht sein. Wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Wo bin ich? Da ist ein roter Pfeil. Da komme ich raus, oder? Komme ich nicht raus. Danke, Pfeil. Toll, Pfeil. Wirklich. Super Pfeil. Also ich möchte jetzt nichts sagen, ja? Aber wo bin ich? Voll verpfeilt. Kam ich hier durch? Habe ich es mir... Ich habe mich doch nicht da durchgebackt, oder? Also was will ich nicht tun? Komm, durchbacken, das mache ich nicht. Ich wollte eigentlich hoch. Aber danke. Eine Baustelle oder oben rechts. Danke, danke. Es hat mir jetzt alles, also jetzt weiß ich natürlich genau, wie ich dahin komme, wo ich hin will. Das hat mir sehr geholfen, Dankeschön. Ich bin diesmal ein bisschen nicht mit Woody gefahren. Da bin ich ja erleichtert. Mann, wie komme ich denn da? Okay, Leute, ganz ehrlich. Komme ich da dann irgendwie raus? Oder bin ich gefangen? Hier ist es auch so ruhig. Ich hab das Gefühl, ich sollte nicht hier sein. Ich fühle mich fehl am Platz. Ich bin froh, dass wir sie retten konnten. Ja, 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 ich auch. Toll. Wie komme ich jetzt raus? Oh, was ist das? Japanisches Schwert, uralte Klingenwaffe, die ab dem 10. Jahrhundert in Japan Verwendung fanden. Leider ist doch cheaten. Uralte Klingenwaffe, achso, ja, bla bla. Und weltweit für ihre lange Tradition, die einzigartige Schmiedetechnik und die scharfen Klingen bekannt sind. Im Jahr 1876 verbot die japanische Regierung den Besitz der Schwerter für alle Bürger mit Ausnahme der Polizei und des Militärs. Heutzutage finden japanische Schwerter kaum noch praktische Anwendung und werden stattdessen für ihre Schönheit bewundert und als Kunstwerke gehandelt. Ausgang. Nur Gang aus. Ja, kam ich hier. Leute, ich weiß nie, wo ich bin. Ich sollte nicht hier sein. Wo bin ich? Es ist auch so dunkel. Schwert. Dankeschön für den Euro. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Waffel schon mal hier. Ja, ja, das ist hilfreich. Danke. Oh! Ich hab's rausgefunden. In den letzten 3 Monaten. Schnauze. Sind viele von uns Arbeiter hier gestorben. No, Waffel. Das war jetzt aber. Also, das war lieb. Also. So, aber ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf. Auch wenn ich eigentlich noch eine Hauptquest, Hauptquest machen wollte. So. In den letzten 3 Monaten sind 4 von uns Arbeiter. Ja, jetzt, also jetzt aber bitte mal, ne? Also, eure 4 Arbeiter, das interessiert mich nicht.
Mich interessieren nur Geister. Also, die ich sammeln kann. Ich bin Sammlerin.